So, meine lieben Evils, was geht ab bei euch? Willkommen zu einer geilen Runde von Let's Play League of Legends. Mein Name ist Nick und ja, ich zocke den Trundle auf der Top Lane. Denn in der letzten Runde, ich weiß halt nicht jetzt, ob ich jetzt gerade die Runde als letztes hochgeladen habe, aber auf jeden Fall habe ich eine Pantheon-Runde gehabt und da hat mich der Trundle durchgehend immer so zerrissen. Und ja, deswegen wollte ich jetzt einfach mal selber zocken. Da war er im Jungle, der Jungle habe ich jetzt aber schon und ich wollte einfach mal auf der Top Lane ausprobieren, was das Viech denn so drauf hat. Eine andere kleine Sache, die ich mir einfach mal jetzt hier so von der Seele noch reden möchte. Ich find's einfach geil, denn, also zurzeit habe ich echt eigentlich einen guten Eindruck davon, dass ich jetzt hier viel gerade nochmal mit meinen Abonnenten zocke. Immer über den Chatraum schön, EvilBushiDP für alle, die ihn nicht kennen. Lade ich immer ein, also ihr braucht mich wirklich nicht mehr als Freunde zu adden, da spiele ich nicht mit euch. Oder ich nehme da auch keine Ahnung mehr an, sondern ich habe da wirklich nur ganz eher Real-Life-Freunde drin oder so. Und ja, einfach über den Chatraum. Und das Geile daran ist einfach, dass man eigentlich immer ein gutes Team hat. Man hat immer eine vernünftige Botlane, AD Carry Support, eine vernünftige Mitte, einen Jungler und eine Toplane. Und ja, das kriegt man in normalen Games nicht. Da hat man immer irgendwie das Pech, dass man, ja, weiß ich nicht, andauernd irgendwie so eine geile Scheiße hat, von wegen, dass man in die Mitte geht, man sagt Mitte und dann irgendwie am Ende pickt dann auch noch einer Mitte. Und das ist echt sehr, sehr angenehm. Und deswegen wollt ihr mich einfach mal kurz nur bedanken dafür. Dass es echt hier immer so trollfrei einfach ist. So. Ja, ich musste noch eine Ansage machen. Euch danken, mehr oder weniger. So. Ja, und dann würde ich sagen, kann auch es losgehen mit unserer Runde. Ich bin gut gelaunt und es heißt, wie gesagt, Trundle auf der Toplane. Hat das Markete wurde jetzt hier vorgeschlagen, aber das ist eigentlich auch nur für den Jungle ausgelegt. Deswegen müssen wir jetzt mal ja, klar. Oh, und hier kommt Invade. Oh shit. Na, da komme ich nicht mehr durch. Wer ist gestorben? Der Yi, okay, kack, das heißt, der Jarvan. Das hält natürlich jetzt stark auf. Würde ich sagen, ja, Red ist das Beste. Ich muss jetzt nur selber einmal aufpassen, dass ich jetzt hier gleich nicht mies gegankt werde. Premates haben wir dabei, das komme ich gleich zu. Ich muss mich erst hier nochmal ganz kurz auf die Last Hits konzentrieren. Und dann erzähle ich auch gleich, wen wir dabei haben, okay. Wie es aussieht, kein Early Gank. Alles klar. Ich muss auch immer ganz kurz hier erwähnen: 87 AD. Im Gegensatz zu. Ja, okay, ich habe zwar jetzt ein Longsword, aber trotzdem. 87 AD, not bad. Wenn ich jetzt sogar noch mein Q aktiviere, habe ich sogar 107 AD. Also, da geht er ganz gut hier zur Sache. Genau das Richtige für mich. Lässt sich leicht da lasteten. Oh mein Gott, und da wird unser Jungler richtig getrollt. König der Trolle im Anmarsch. Ich bin der Troll mit dem Plan. Okay, haben wir uns da jetzt gegenseitig die Köpfe eingerammt. Ach ja, mir soll es gleich gewesen sein. Ich finde, ja, war jetzt nicht allzu wild. Jetzt kann er sich da, weiß ich nicht, was er sich kaufen möchte, aber damit, dass ich jetzt hier mit dem vampirischen Zepter auf die Lane komme, gefällt mir eigentlich deutlich besser. Hab jetzt zwar noch geflasht, das war vielleicht nicht nötig gewesen. Ich bin der Troll, der euch trollt wie kein anderer. Ich bin der Troll, der euch trollt wie kein anderer. So, ich hoffe, unserem Jungler geht's besser. Das ist, by the way, Dark Angel. Dann haben wir noch dabei Riku Dalulz, MSW und Jennix 4. Und ja, Lanes-Verteilung haben wir Syrah mit Miss Fortune auf der Botlane, Jarvan im Jungle und Yi als AP in der Mitte. Uiuiui. Das geht ja hier ganz gut zur Sache. First time Syrah Support. So, ich bin da auch mal wieder endlich da. Wieso? Ja, hahaha. Ha,
No! Shit, okay, das war jetzt doof. Das war jetzt richtig doof. So, und hier muss jetzt ein Ward weiter mit und dann wird jetzt hier das Game gerockt. Wir müssen uns im anstrengen jetzt hier. Zinn hat jetzt auch schon den zweiten Kill, hat jetzt den Farm schon wieder längst eingeholt. Aber ich würde sagen, jetzt unser Jungler hat sich jetzt einigermaßen eingetrudelt jetzt hier. Jawohl, ist jetzt Level 3. Na, mal gucken, ein bisschen weiter macht er noch. Der gegnerische Jungler, na, haben wir auch einen Jarvan. Was haben die denn überhaupt dafür eine komische Botlane, frage ich mich auch die ganze Zeit. Endgame gehört uns, Freunde. Motivation. Können wir das schaffen? Jo, das schaffen wir. So ein lächerlicher Zinsau, als wenn er jetzt irgendwas hier gegen uns könnte. Jawohl, so will ich das sehen. Good job. Ah, da wurde wieder da gegankt. Man sieht schon so richtig, Zinzauer hat es da wieder auf mich abgesehen. Er haut jetzt echt ganz guten Schaden raus. Der hat natürlich den höheren Burst-Damage, wenn man es so sieht. Er hat mich gerade fast bekommen mit seiner Ultimate. Mal gucken, ob er jetzt genug Mana hat noch für ein weiteres Mal anjumpen. Ich bin der Troll mit dem Plan. Jarvan kommt hoch, aber ob deren Jarvan auch gerade kommt, natürlich eine andere Frage. Also ob jetzt hier beide Jungler gerade kommen. Ja, so wie es ausschaut, ja. Mann! Viel zu easy, der Tower Dive. Viel zu easy. Okay, das sieht jetzt für den Anfang nicht allzu gut aus. Wir stopfen sie ja mit weiteren Tränken voll. So. Jarvan natürlich jetzt hier 3-0-1 schon, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Farmtechnisch liegen wir beide noch nicht so richtig hier oben im Rennen. Come on. Come on, dude. Let's do it. Was haben die da jetzt für eine Botlane eigentlich? Komm schon, Q. Nice. Irgendwie hat er ihn dann doch noch bekommen. Ah, Trash ist AD Carrier. So, okay, jetzt verstehe ich das. Komm schon, er hat keinen Mana, das gibt's nicht, ey. Nice, endlich da den Todesstoß, sehr gut. Wisst ihr was, dann kaufen wir jetzt doch die Wiggles. Dann kaufen wir eben doch die Wiggles, na gut. Haut gerade so hin. Hat die jetzt eigentlich nicht vorgehabt, aber dann hat sie das jetzt so ergeben.
Jarvan 4-0. Brutal. Bam! So, Freunde, jetzt haben wir unser Comeback hier, oder was? Weggehauen haben wir den, aber hallo. Der hat gar nichts mehr zu melden gehabt hier. So, bin ich nochmal richtig schön in mich gekehrt. Damage ey, von dem Q. Bist du? Ich bin nicht hässlich, aber Sie werden es bald sein. Sehr schön. Holt uns ja die Kills, Freunde. So, Ultimate kostet ein bisschen was. Ich guck da gerade mal, ob das überhaupt alles so hinhaut. Es wird Zeit für eine neue Eiszeit. Komm schon, gib ihm! Jawohl, das ist Trundle, Mann. Alter, die Ultimate ist so heftig, damit gewinnen wir jedes 1-on-1. Aber wirklich jedes. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, dass das Let's Play schon ein bisschen aufgegeben hatte. Ich wollte eigentlich schon fast das beenden. Aber jetzt haben wir ja unseren sensationellen Comeback hier schon fast. Mein lieber Scholli, der verliert jedes 1-on-1 da. Jetzt auf einmal. Ganz plötzlich. Ja, davor hat er mir richtig die Möhre gerieben. Und ja, jetzt auf einmal, ne, wie gesagt, wendet sich das Blatt. So schnell kann es gehen, Freunde. So, und kaufen uns auch gar nicht, würde ich sagen, Instant Debut, sondern gehen lieber hier nochmal auf den Kristall. So, Wards haben wir auch noch in Massen, da müssen wir auch gleich mal welche planten. Da habe ich viel zu viele gekauft und ich habe hier am Anfang auch nur Scheiße gekauft. Aber ist auch ein ganz nettes Game, dann kann man jetzt nochmal sehen, wie wir es jetzt nochmal drehen. Anfang ist echt grauenhafter Start. Aber Freunde, Evil, wir pushen uns jetzt hier. Es wird gepusht. Wards haben wir zwar viel zu viele, wie gesagt. Auch meine, weiß nicht, Items, da habe ich mich echt schon ein bisschen, aber ich nicht nachgedacht, habe ich echt schon selber ein bisschen aufgegeben, weißt du was ich. Oh, die ganzen Gangs, die immer wieder da gekommen sind. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich bin der Troll, der euch trollt. Habt ihr das gesehen, Freunde? Hätte er einen besseren Laufspeed gehabt? Hätte ich den auch noch ohne Probleme da weggehauen. Boah, ich bin der Troll! Ich bin ein Troll! Leave me alone! Ich bin unaufhaltbar. Trundle ist wirklich ein bisschen OP, habe ich das Gefühl. Ich bin der Troll mit dem Plan.
Nicht so viele Fragen, ich nehme auf. Nee, ist kein Problem, ihr könnt ruhig fragen. So. Bam, okay, ja, nice. Schade, dass wir nicht besser Boots hätten, sonst hätten wir das auch bekommen. Hier in der Mitte geht's schon wieder so ein bisschen ab. Und jetzt den Zau, den haben wir jetzt richtig zurückgedrängt. Da kriege ich jetzt nichts mehr gebacken. Ne, da pusht jetzt hier auch lieber ununterbrochen die Lane, diese Bekloppte. Die guten Boots hat er. Aufpassen, viele Minions hier in der Nähe. Aber er sieht gar nicht, er will mich gar nicht angreifen, alles klar. Ja, was? Schon wieder weg oder was? Immer davon? Wir laufen jetzt oder wie? Was ist denn da los? Oh, anfangs war es andersrum. Da konnte ich nicht mehr farmen. Und jetzt kann er gar nicht farmen. Och, Bubi. Jawohl, Miss Fortune. Sehr schön, so will ich das sehen. Lächerlich der Damage hier. Mach ja nebenbei noch den Tower hier kaputt. Nein! Ah, ich habe ihn noch gesehen. Wieso bin ich nicht besser weggekommen? Scheiße. Okay, das war jetzt wieder nicht ganz so gut. Da müssen wir wieder einen Fehler einstecken. Leute, wir sind aber erstmal chillen. Go, go, Freunde, worauf wartet ihr noch? Rein da, Jarvan, Miss Fortune. Tja, der wusste auch nicht ganz, was er machen soll. Habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Die sehen sauer aus. Die sehen sauer aus. Ah, jetzt wird aber, das muss noch mehr gecarried werden. Das muss jetzt richtig hier runtergerissen werden. Da müssen müssen wir die Lederhosen runterreißen. Die wollen wir hier nackt stehen sehen. Teamgeist, Freunde, Teamgeist. Hier liegen zwar immer noch 3 Punkte, 3 Devs hinten. Wisst ihr, wie mir egal das ist? Das wird jetzt hier gemacht. So ein Heimerdinger. Sein Ernst? Der schneller down, als er bis 13 kann. Mit seinen 1100 Leben ist so ein Scherz. Das Einzige, was er hat, sind 2 Kanonen. Komm schon. Good job, ey. Hab zwar beide meine Summoner Spades geused, aber was soll's. Wow. Weg, 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 weg. Gewordet da, by the way. Ich bin der Troll mit dem Plan.
Von daher, wo wir hier zu zweit gerade die Lane verteidigen. Captain Morgan. Alles hier wegge one-hitted. Brauchen Hilfe hier. Top-Lane brauchen wir Hilfe. So, fast alle um. Ja, sorry, wenn es da nicht weiter durchgeht, mein Freund. Gute Granate, muss ich sagen. Tja, keiner hat mit so einem Trundle-Damage gerechnet. So, die Top-Lane ist sowas von abgewardet. Und da kamen wir, haben unser Comeback aber sowas von. Ich habe mich am Anfang so aufgegeben. Die ersten paar Minuten müsst ihr wirklich gedacht haben bei Let's Play, scheiße, was ist denn hier los mit dem Deck? Und jetzt wird hier gekämpft. Das ist hier wirklich ein Let's Play, da sieht man hier. Da sieht man, was man alles aufholen kann. Musst du dran glauben. Motivation ist alles hier. Motivation ist die halbe Miete in League of Legends. Sehr schön. Unser Wicked zerstören wir auch jedes Mal. Das eine Ding da. Seine Cannon? Ja, da kommt lieber schon der Zinsau, okay. Waren hier gerade viel unten. What? Ich glaube, da ist man auch gewardet, oder? So, wie viele sind wir hier? Miss Fortune, ein Yi und ich. Oh, was für eine geile Ulti. Und jetzt kommt schon Yi. Nice! Dreifach-Tötung, well played, well played, well played. Freunde, das war evil. Das war richtig pornominös, Alter. Pornominös. Und die Gegner können das noch nicht mal mit Humor nehmen. Ich meine, man könnte das noch mal gönnen, das ist jetzt ja echt eine gute Aktion da. Aber manche wohl anscheinend nicht. Und da wird schon wieder eine Doppeltötung gemacht. Nice. So, 2400 Gold, vielleicht sollten wir erstmal weg. Auch nur vielleicht. Ist mir scheißegal hier. Ich bin Trundle. Ich bin OP. Dreifach Tötung! Ich sag's ja. I'm Trundle! Ah. Nächster Tote, da sehe ich Tote schon wieder. Da sehe ich doch schon wieder Tote, Freunde. Tote Leute. Und was ist das? Schon wieder eine Runde vorbei, würde ich sagen. GG well played, Trundle FTW. Was für eine Runde, das ist Evil Power erst. Total verkackt. Ich war schon wieder, ich hätte eigentlich schon den Aufnahme-Button wieder beendet und war gar nicht mehr bei der Sache. Aber dann hier sowas drin gepowert. Daumen hoch für Evil Power, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wow.